Servus Leute, was geht? Ich bin Tigo Ramazzotti und willkommen auf Musikpunch TV. Ja Freunde, ich gucke heute Morgen so auf mein Handy und merke so, Kollega und Farid Bang haben heute Nacht Mitternacht 2 rausgehauen. Ja Leute, Platin war gestern, die erste Single ist draußen jetzt und ich dachte mir, wir reagieren heute mal gemeinsam drauf. Und zwar in Form einer Live-Reaktion. Ich bin kein Musikexperte, trotzdem werde ich ein bisschen dazu meinen Senf geben. Ich habe schon öfters auf Farid Bang Kollega reagiert. Anderem auf Sturmmaske und auf Game Changer. Kann man ruhig mal abchecken in meinem Kanal. Würde mich sehr freuen, wenn man das mal abchecken würde. Und nicht lange reden, sondern würde ich sagen, fangen wir direkt an. Kopfhörer ist auch da. Legen wir los. Jetzt. Man merkt schon direkt, der Beat ist ungefähr gleich wie damals. Damals Mitternacht 1, damals auf dem ersten JBG-Album damals von Kollega und Farid Bang. Also lange her, sehr lange her. Ich habe das Album sehr lange gepumpt. Krass. Okay, der Beat wird schneller. Also ich bin sehr gespannt auf den Einstieg vor dem Song. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Farid anfängt. Farid Bang, Balls hat wie Frank Dux, ich fick Gogo-Acts. Dicke Cojones, Killer-Rapper wie Momo Black. Fick auf Menschenrechte, Diamanten-Wenger-Kette. Bitches wollen mich klein kriegen, als wenn ich sie geschwängert hätte. Bitches wollen mich klein kriegen, als ob ich sie geschwängert hätte. Ein typischer Farid Bang, also mit seinem Humor, sein Humor ist einfach krass und ich frag mich immer, wie der auf so Sachen kommt. Also wirklich sehr, sehr originell, krass. Ich komm mit Klaus, Jackie Pur, du mit Ballettfigur und ich schieß hier in die Star Trek Frisur, Motherficker, ich... Direkt an Front gegen Shindy in die Star Trek Frisur. Man hat ja gesehen können auf Instagram, glaube ich war das, da hat ja so ein paar kleine Fronts gemacht gegen Shindy mit der Frisur und so, wird weitergeführt. Finde ich eigentlich ziemlich lustig. Ich hab so viele Fragen, wie du machen Z-Promis den Mund auf, ohne zu blasen. Ich hab Koks in der Nase, muss gegen Rentner rhyme, weil jede Lüge zu einer Wahrheit wird, wenn man schweigt. Jede Lüge wird zur Wahrheit, wenn man schweigt. Was könnt ihr damit meinen? Schreibt's mir in die Kommentare, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ah, ich geh auf Shindy mit nem Tomahawk drauf und er sucht das Weite wie ich, wenn ich nen Boxershot brauch. JBG heißt, dass ich diese Hosenne fick. Also muss wirklich sagen, das Video ist sehr krass gemacht, also eigentlich Standard, also im Moment Platz 5, wir haben jetzt 11 Uhr, halb 12 haben wir morgens, ich habe nämlich heute frei und ja, das Video kommt wahrscheinlich erst heute Abend online und krasses Video, gefällt mir sehr gut. Wenn deine Chartplatzierung meine Schuhgröße ist, du musst zuhören, Bitch, denn wir ficken das Land und unser scheiß Leben fängt immer noch um Mitternacht an. Jung, immer noch respektlose Jungs, brutal, immer noch mit Testo gepumpt, gut aussehen, du vermeidest Blickkontakt und unser Leben beginnt immer. Also die Hook ist ungefähr gleich wie damals mit den Mitternacht und so, also das war damals mit dem ersten Trick auch schon so. Die Hook wurde also nicht neu gemacht, aber die Parts, die neuen Parts sind recht nice. Ich bin sehr gespannt auf den Part von Farid. Gästeliste oder VIP, ab jetzt heißt Beef, du bekommst den Real-Life-Krieg. Guck dir Carmen an, uns zu dissen war ein Riesenfehler. Ab jetzt geht es mit der Geist bergab wie der Ziegenpeter. Das ist Rap, hier bin ich und nicht irgendein Winterboard. Jetzt geht es mit der Geist bergab wie der Ziegenpeter. Also man konnte das Ganze verfolgen, so die ganzen Tweets und so gegen Carmen Geist und so. Also es geht weiter. Sp-
besser, du kriegst das in dein Hinterkopf, wie dein Hipster-Zopf. Sonst wird auf ein Blutbad eingestimmt. Blanke Wut begleitet mich, als wär ich Super Saiyajin. Was Romantik in meinen Flitterwochen, Splitternknochen. Ich hab anscheinend Zauberkräfte, denn bin ich im Saal. Verwandelt sich Popstars in Zitten, die Puppen wie ne Voodoo-Nadel. Stirbt die Nutte im Kugelhagel, weil sie nur ein Objekt mit zwei Löchern wie Kapuzen vom Ku Klux Klan ist. Ich zieh dich ab und richte dich urplötzlich hin, bevor du sagen kannst, wo ist meine Uhr plötzlich hin. Boss Life, jeden Tag so 100 Blow. Also muss ich einfach sagen, Punchline-Technik, Fahrrad und Kollege einfach die besten, wo es gibt. Also der Line, der Wortwitz und der Humor, wo die beiden widerspiegeln, ist einfach legendär. Das kann man nicht leugnen. Jobs im Bett, ein Rapper, Mütter verlangsamen wie der Slow-Mo-Effekt. Wir haben Rekorde gebrochen, wir haben Karrieren beendet. Das war die Ära der Champions, wir gehen als Legenden. Jung, immer noch respektlose Jungs. Brutal, immer noch mit Testo gepumpt. Gut aussehen, du vermeidest Blickkontakt. Und unser Leben beginnt immer noch um Mitternacht. Gut aussehen, skrupellos, ich stapel das Geld. Brutal, egal ob man das Verfahren einstellt. Jungs, Sonnenbrille immer auf, weil so viel Platz. Also der Pulli, wo Fahrrad anhat, der Hellal Money, sehr krass. Also ich glaube, es ist eine neue Modemarke von ihm oder so. Oder ist das nicht sogar das ist das nicht sogar das Label von ihm, wo er jetzt hat, nach Banger Musik? Der hat ja, glaube ich, zwei Labels und eins ist, glaube ich, halt Mr. Hellal Money sein von den beiden. Noch als wir den ersten Teil mit Rizbo aufnahmen und jeden Tag besoffen aus der Disco rauskamen. Damals war es anders, denn wir waren im Krieg. Ja, gegen Agro Berlin. Scheiß auf Platin Release. Es hieß Bahntickets ziehen. Und kein Benz AMG. Damals war noch nicht mein größter Feind die Drecks AfD. Deutscher Rap war geprägt vom Berliner. Oh, ein kleiner Rückblick. Damals hatten das Album ja Rizbo gemacht. Also, wie ihr noch kennt, also damals Teil 1, 2 und 3. Krass, einfach mega krass. Schade, dass die Trilogie jetzt zu Ende geht, aber mit Platin war gestern noch einmal eins draufgelegt wird und danach ist es leider vorbei dann mit den beiden. Wir schrieben Punchline zu zocken dabei FIFA 6. Oder was wäre wohl gewesen, hätte es damals nicht geklappt. Ich wär Türsteher und ich... Farid als Türsteher kann ich mir sehr gut vorstellen. Der wird, glaube ich, niemanden reinlassen. Alles Gute dabei und vergiss nicht, egal was ist, eine Bruderschaft bleibt. Eine Bruderschaft bleibt, also mit diesen Worten endet das Video auch, glaube ich. Wir gucken noch ein paar Sekunden weiter gerade. So Leute, das Video ist vorbei. Also ich fand es eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Ich fand es schade, dass die Hook jetzt nicht großartig verändert worden ist. Fand ich mir schade. Aber flowmäßig, ich finde Kollege halt ist nicht so flowmäßig der Beste. Also flowmäßig gefällt er mir nicht so besonders. Farid finde ich da durchaus stärker. Er hat so den Akzent so ein bisschen, weil das ziemlich krass finde an ihm. Und die Parts waren aber sehr krass, coole Vergleiche. Das macht die beiden auch aus, dass sie krasse Vergleiche bringen, die beiden. Und das ist auch, was die beiden ausmacht. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst dem Video doch einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Oder mich abonnieren, fände ich auch sehr nice. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Musik Punch TV.